Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen vom 5. November 2020. Ich habe euch einen Exkurs gebaut zum Thema Look Development. Das Star Citizen Live von und mit dem Vehicle Experience Team vom Freitag, dem 6. November. Und es gibt wieder ein Star Citizen Käffchen, wo wir einen Blick werfen auf die Spektrum-Einträge dieser Woche und die meines Erachtens, die in meinen Augen wichtigsten Punkte aus dem Star Citizen Newsletter. Eine wichtige Ankündigung gleich vorweg. Am kommenden Dienstag gibt es wieder Diverse Night bei mir auf dem Streaming-Kanal und zu Gast haben wir diesmal Christian Schneider von GameStar. Und wir freuen uns schon riesig und hoffen, dass auch ihr mit dabei seid, fleißig Fragen stellt, damit wir diesem spannenden Gast eine tolle Sendung gemeinsam dort gestalten können. Ich freue mich schon sehr auf Christian von GameStar und auf euch in der Verse Night. Am Dienstag um 20.30 Uhr geht's los. Die Interaktionsmöglichkeiten in Star Citizen definieren, wie reaktiv die Umgebung ist, definieren, wie sich der simulierte Raum anfühlt, wie real und immersiv er reagiert und sind ein großer Teil des Spielantriebs dieser virtuellen Welt. Ich sehe ein Ding, ich verstehe es, ich erwarte, dass es sich auf eine bestimmte Weise verhält und das tut es auch. CRG baut Zoos, Zoos, also abgeschlossene Levelbereiche, in denen sie entwickelte Spielfunktionen kontrolliert testen können. Hier ist ein Beispielaufbau solch eines Zoos, eines Zoos. Ein Designer kann sich so seinen Goldstandard anschauen, bevor er einen Programmierer damit belästigen müsste, und Fehler erkennen oder blockierende Punkte, die weitere Funktionen hemmen. Der Goldstandard oder eine Goldversion ist in der Software- und Anwendungsentwicklung die letzte Stufe der Softwareentwicklung und folgt den Alpha- und Beta-Testzyklen der Softwareentwicklung. Die Goldversion ist die endgültige Version der Software, wie sie für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Die meisten oder alle bekannten Fehler vor der Freigabe werden behoben und alle für die endgültige Freigabe vorgesehenen Funktionen werden implementiert. In diesem Kontext hier verstehe ich es allerdings so, dass ein Level bzw. abgeschlossener Spielbestandteil fertig für die Übernahme ist ins Spiel. Der wird dann im Rahmen solch eines Zoos geprüft, Hinweise auf Fehlerquellen gesammelt und mit diesen Erkenntnissen dann zu den Programmierern gegangen, um deren Zeit nicht mit Ursachensuche mehr als nötig zu belasten. All that in mind. Deshalb hat CRG einen Interaktions-Zoo gebaut, um alle interaktiven Elemente testen zu können, indem sie dort all ihre entworfenen Objekte, interaktive Panels, Fahrzeuge, Raumschiffe, ganze Umgebungen dort hineinladen und kontrolliert testen können. Solche Fehlersuche ist wichtig, denn schon eine sich nicht öffnende Tür kann den Spieler komplett aus der Immersion des Spiels reißen. With our doors, we've got all these automatic doors, and those doors connect between rooms, and every time a door doesn't react the way you expect, it breaks your immersion and pulls you out of the game. Sogar mit so etwas Einfachem wie einem Bedienfeld kann CRG Dinge wie die Aktivierung und Deaktivierung des Näherungssensors untersuchen, sodass sie die Kontrolle darüber haben, ob der Sensor die Spielfiguren automatisch durchlässt oder ob sie interagieren und sicherstellen müssen, dass alles richtig funktioniert. Neben den Bedienelementen gibt es natürlich die Türen selbst, die viele Möglichkeiten für komplexes Gameplay bieten. CRG hat also Dinge erforscht, bei denen, wenn man die Stromzufuhr unterbricht, die Tür ihr Verhalten stoppt, die Lichter an der Schalttafel ausgehen und man nicht mehr in der Lage ist, auf diese Weise mit der Tür zu interagieren. Und dann hat CRG dieses Wedge-Kit entwickelt, mit dem man Türen physisch aufknacken kann und es so den Spielern erlaubt, sich durch Türen zu schleichen. Nicht nur die Tür, selbst die Schlösser an einer Tür könnten physisch sein und ihren eigenen Zustand und ihre eigene Gesundheit haben. Wenn diese Werte verändert werden, entweder durch ein Minigame, bei dem man ein Schloss knackt, oder durch einen Schaden oder äußere Einwirkung,
die CIG auch darüber hinaus erforschen kann oder wird, könnten diese Schlösser dann einen Alarm auslösen. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, möchte CIG erreichen, dass dieser Alarm tatsächlich durch die Umgebung weitergeleitet wird und so eine Kommunikationskette aktiviert wird, die man dann natürlich auch gameplaymäßig wiederum unterbrechen oder ändern könnte. Und das sind alles Gelegenheiten für Reaktionen, zum Beispiel damit Türen verriegelt werden und die Alarmlichter ausgehen oder damit gewisse Reaktionen ausbleiben und die Alarmkette in einem Zustand stecken bleibt, weil eben etwas schiefgelaufen ist oder eine Sabotage funktioniert hat. So führt jeder Schritt zum nächsten und CIG schafft so eine Ereigniskette, eine sich real anfühlende Welt, für die man sich einen Plan zurechtlegen kann, auch als Spieler, um so auf diese Welt und diese Ereignisketten reagieren zu können. Weiter geht's zum Sprint Report. Hier hat das Grafikteam weiter an dem Hard Surface Shader gearbeitet und, wie hier auf dem Talon Light Fighter von Hesperia zu sehen, irisierende Farben hinzugefügt. Das sind Flächen, deren Farbgebung sich je nach Lichtein- und Ausfall respektive Blickwinkel ändern. Nochmal kurz wiederholt, was ein Hard Surface Shader ist. Ein Shader ist einfach ein Programm, das in der Grafikpipeline läuft und dem Computer mitteilt, wie jedes Pixel gerendert werden soll. Diese Programme werden Shader genannt, weil sie häufig zur Steuerung von Beleuchtungs- und Schattierungseffekten verwendet werden. Aber es gibt keinen Grund, warum sie nicht auch mit anderen Spezialeffekten umgehen können. Mit Shadern lässt sich also alles, was sich über statische Elemente wie Geometrien und Texturen hinaus bewegt, berechnen und darstellen. Also sämtliche dynamischen Effekte. Einen Spiegeleffekt auf dem Fenster, Wellengang auf dem Meer, am Strand, Echtzeitschatten, bewegende Wolken, Nebel, Dunst. All das lässt sich ohne Shader nicht realisieren. Ein Hard Surface Shader ist dabei einfach eine Benennung, wofür dieser Shader zuständig ist. Ein Organic Shader wird dabei eher für Berechnungen von organischen Oberflächen, von natürlich geformten Objekten wie Pflanzen zuständig sein, während der Hard Surface Shader harte Oberflächen von festen, maschinell bearbeiteten Objekten, zum Beispiel aus Metallen und Kunststoffen, berechnet. In diesem Fall hier die Oberflächen eines Raumschiffs. Was wir hier von der Talon sehen, ist nicht die fertige Version, sondern vielmehr dazu gedacht, den Effekt der irisierenden Farboberfläche zu demonstrieren. Im Rahmen der allgemeinen Überarbeitung der Funktionen und Gameplay von Radar und Scanning hat das Vehicle Tech Team Fortschritte bei dem sogenannten Radar Object Collection Subsystem, dem Radar-Objekt-Sammlungs-Subsystem gemacht. Unter Verwendung einer temporären Backend-UI, die sich derzeit noch in Entwicklung befindet, wird diese Entwicklung am Ende die Grundlage dafür bilden, fast alles mit einer Umgebungssignatur zu finden und filtern zu können. Hier können wir erkennen, wie das Aktivieren des Ressourcenfilters vor uns liegendes abbaubares Gestein anzeigt, während das Umschalten auf Infrarot die Cutlass-Informationen hinzufügt, die etwas weiter hinten positioniert ist. Da nicht alle Scan-Optionen in allen Situationen verfügbar sein werden, kann das auch die Reduzierung unserer Scan-Optionen auf einen einfachen Querschnittsscan bedeuten, sodass der Scan-Vorgang unterbrochen wird, wenn das Zielobjekt beispielsweise von einem Asteroiden verdeckt wird. Im weiteren Verlauf der Entwicklung wird dieses System sowohl für Schiffe als auch für Spieler oder NPCs gelten, wenn sie sich verstecken, hinter Wänden oder Türen oder anderen großen Objekten wie eben hier die Asteroiden. In der Zwischenzeit werden die Arbeiten an den Raffineriedecks fortgesetzt, wobei einige der äußeren Infrastrukturbereiche zurzeit geprüft werden und wie sie sich in die Gaswolken an den Lagrange-Punkten einfügen. Was Lagrange-Punkte sind, das habe ich vor ziemlich genau einem Monat erklärt in meiner Star Citizen und Squadron 42 Newsletter-Übersetzung vom 9. Oktober 2020. Wer da nochmal reinschauen möchte, der klickt gerne hier auf den Link, rechts oben eingeblendet. Hier sollte also geprüft werden, wie sich die Raffineriestationen in den Gaswolken an den Lagrange-Punkten einfügen, was alles insgesamt in Alpha 3.12 ins Spiel kommen soll. Nach einiger Überlegung kam man zu dem Schluss, dass vielleicht ein paar weitere Asteroiden verwendet werden könnten, um das Äußere dieser Raffineriestationen zu gestalten und thematisch besser in der Spielwelt zu integrieren. Das war eine einfache Entscheidung, die aber auch mit CIGs Wunsch in Einklang gebracht werden muss, die Hauptverkehrswege nicht in Hindernisparcours zu verwandeln. Und während das alles bereits ganz hübsch aussieht, stellt sich natürlich die Frage, wie das zugrunde liegende Raffinerie-Gameplay aussehen wird. Und das wird uns in einem Video der kommenden Woche vorgestellt werden.
Jetzt werfen wir noch einmal einen Blick auf die laufenden Arbeiten der Homesteads, der Eigenheime im Kolonisierungsstil. Inzwischen ist man hier vom 2D-Konzept in die 3D-Entwicklung übergegangen. Was wir hier sehen, ist der nächste Schritt in diesem Look-Dev-Prozess. Was ist der Look-Dev-Prozess bzw. das Look-Development? Look kommt aus dem Englischen und heißt gucken oder auch als Substantiv das Aussehen, der Look. Die Entwicklung des Aussehens ist Teil der Vorproduktionsphase, in der die allgemeinen künstlerischen und szenischen Stile einer Szene oder eines Levels festgelegt werden oder auch eines Objekts. In diesem Prozess kann der Artist darüber entscheiden, ob der Look zum Beispiel realistisch oder stilisiert sein soll. Schrill oder minimalistisch. Strahlend hell ausgeleuchtet oder eher düster. Aber das sind noch nicht alle Aspekte des Look-Developments. Es betrifft auch die Gestaltung von Modellen, welche Texturen sie bekommen sollen, Shader, Beleuchtung und sogar bei NPCs die Frage, welche Emotionen sie vermitteln sollen durch ihr Aussehen. Die Entwicklung des Aussehens, des Looks, ist sozusagen eine Entdeckungsreise in der künstlerischen Entwicklung der Spielwelt. Ein explorativer Prozess, bei dem während der Arbeit des Artists Raum für Veränderungen vorhanden sein muss, an dessen Ende sie ein klares Verständnis dafür haben sollen, wie eine Welt oder ein Modell in diesem Spiel am Ende aussehen soll. Für diese Art der Arbeit aber braucht man Maschinen, die live die Welten und Modelle während der Arbeit der Artists berechnen können, je nach Anspruch und Modellkomplexität. Es gibt daher verschiedene Arten des Look-Developments bzw. der entsprechenden Berechnung. Das CPU-Rendering. Traditionell ist das CPU-Rendering die erprobte und bewährte Methode, die von Artists und Studios zur Herstellung ihrer endgültigen Bilder und Assets verwendet wird. Es ist weniger restriktiv und wird in der Regel von den meisten Rendering-Engines unterstützt, wodurch es weit verbreitet ist. Aber es ist auch vergleichsweise langsam. GPU-Rendering. Die Nähe vom Video-RAM, vom VRAM zur GPU, zum Grafikprozessor, ermöglicht dem GPU-Renderer eine wesentlich schnellere Datenverarbeitung. Was die CPU in 2 Stunden rendern kann, kann die GPU möglicherweise in 15 Minuten erledigen. Das mag perfekt klingen, aber es ist nicht für jeden geeignet. Studios, die in das GPU-Rendering investieren möchten, benötigen gefüllte Bankkonten, um sich die Menge an Grafikkarten leisten zu können, die ausreichend VRAM für das Rendern großer Szenen und komplexer Modelle in kurzer Zeit benötigt. Zudem ist die Datenübertragung zwischen CPU und GPU häufig ein Engpass und verlangsamt das Ganze wieder. Cloud Rendering wird oft eingesetzt, um mit großen Datenvolumen fertig zu werden, indem man die von einer großen Anzahl an Maschinen einer Cloud, ergo auf einer Serverfarm, berechnen lässt. Studios und Artists, die tausende von kostspieligen Frames rendern müssen, verfügen möglicherweise nicht über genügend Rechnerkapazitäten, um diese berechnen zu lassen. Stattdessen nutzen sie über eine Cloud 100 oder 1000 Server, um ihre Renderings schnell durchführen zu lassen. Problem? Das ist finanziell teuer. Das Cloud-Rendering folgt einem variablen Kostenmodell, bei dem Studios und Artists für Iterationen bezahlen, sobald sie stattfinden. Das kann zu Kostenintransparenz und durchaus Kostenexplosion führen. Sollten diese Kosten aber zukünftig sinken oder auch feste Kostenmodelle angeboten werden, könnte Cloud-Rendering die Zukunft des Look-Developments werden. Das klingt jetzt alles toll. Aber was ist eigentlich das Problem des Look-Developments und warum wird es nicht in jedem Projekt eingesetzt? Wie gesagt, handelt es sich um eine Vorproduktionsphase. Man muss also einen Mittelweg finden zwischen investierter Zeit und Übergang in die eigentliche Produktion. Was ein Artist, ein Künstler sieht, wenn er mit einer Datei arbeitet, kann sich völlig von dem unterscheiden, was sein Kollege aus der Programmierabteilung verwenden kann. Das führt zu Pipeline-Problemen und Ineffizienz. Die Herausforderung besteht hier also darin, die verschiedenen Technologien und Shader voneinander zu trennen und diese so im Produktionsprozess abzubilden, dass ein gemeinsames Austauschformat geschaffen wird, sodass die Vorproduktionsphase des Look-Developments auch Mehrwerte für den Spielentwicklungsprozess insgesamt bringt. Das klingt alles sehr aufwendig, dafür, dass Look-Development keine Kernentwicklungsphase, sondern, wie erwähnt, lediglich die Vorproduktionsphase ist.
Warum gibt es eigentlich diese Vorproduktionsphase des Look Developments? Das liegt quasi an uns. Kunden, Chefebene, Investoren und Publisher üben zunehmend Druck aus und verlangen schnelle Ergebnisse, möchten grafische Entwicklungen in großem Maßstab möglichst ohne Qualitätseinbußen sofort sehen. Das kann ein Spielobjekt sein, aber es kann auch mal eine ganze Stadt sein. Dem tragen Entwicklungsstudios Rechnung im Rahmen des Look Developments, damit auch wir als Backer von Star Citizen in einem frühen Stadium erkennen können, wohin die Entwicklungsreise gehen wird. Und so sehen wir nun die Homesteads im Kolonisierungsstil von oder in Star Citizen, bei dem CRG jetzt die sehr groben 3D-Konzept-Meshes auf einen Planeten in-Engine gebracht hat, ähnlich wie das Team die 3D-Docking-Konzepte überprüft hat, indem es sie an die bestehenden Raumstationen quasi angeklebt hat. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass es hierbei immer noch um Konzepte handelt und dass der Prozess der Entwicklung hin zu brauchbaren Ingame-Objekten noch nicht begonnen hat, erklärt Jared. Tests wie dieser dienen dazu, Dinge wie die Formensprache zu entwickeln, wie sich die Strukturen entlang oder gegenüber bestimmten Landschaften anfühlen, welche Arten von visuellen Geschichten durch Platzierung, Orientierung oder Kombination erzählt werden können und sogar dazu, jede Art von Strukturtyp zu identifizieren, der für die spätere Nutzung der modularen Spielzeugkiste fehlen könnte. Über diesen Test hinaus ist das hier wirklich zudem ein cooler Blick in die Zukunft von Star Citizen, wenn eines Tages Grenzstädte voller NPCs mit Arbeitsplätzen oder Missionen im ganzen Universum zu finden sind. Und dann, irgendwann in einer späteren Zukunft, die Spieler selbst solche Außenposten für sich alleine schaffen können. One day frontier towns full of NPCs with jobs or missions can be found throughout the universe. And then one day later, players themselves creating outposts. Das war's mit dem Inside Star Citizen und weiter geht's zum Star Citizen Live und dem Vehicle Experience Team. Hi everybody, welcome to Star Citizen Live Vehicle Experience Q&A. I'm your host. Im Star Citizen Live sind heute Richard Tauler, Lead Designer des Vehicle Experience Teams, Yogi Klett, Coder, also Programmierer des Vehicle Experience Teams, und David Coulson, Senior Gameplay Programmer und auch mitwirkend im Vehicle Feature Team. Das Vehicle Experience Team kümmert sich dabei nicht um Features. Das Vehicle Experience Team bildet die Klammer über die Vehicle Teams und haben die Aufgabe, eine konsistente Spielerfahrung zu erstellen. Dieses Team testet also und nimmt Anpassungen vor bzw. meldet den Bedarf daran an die anderen Teams zurück. So ist zum Beispiel der Missile Operator Mode auf den Vorschlag des Vehicle Experience Teams hin entwickelt worden. Es geht heute also nicht rein um die Funktionen in Schiffen, sondern um das Spielerlebnis, was man mit den Schiffen und in den Schiffen ermöglichen möchte. Die aktuell in Arbeit und im Abschluss befindlichen Projekte sind das Raketen-Gameplay in Verbindung mit dem Operator-Mode als neuen Teil des Multi-Crew-Gameplays und die Überarbeitung des Raketenabwehrmaßnahmen-Gameplays, also des Countermeasure-Gameplays, wo es weitere umfassende Verbesserungen in 3.12 geben wird. Multifunktionsdisplays und Docking, was eine ziemlich harte Nuss zu knacken gewesen ist, wird uns hier erzählt. Jetzt geht es weiter in Richtung Capacitor-Gameplay mit Triebwerksschilden und Waffen. Capacitor, zu Deutsch Kondensator, verstehe ich mit der zur Verfügung stehenden Leistung eines Schiffes, also mit der zur Verfügung stehenden Gesamtleistung eines Schiffes und der Leistungsverteilung, da man nicht alle Komponenten zu 100% versorgen können wird. Ihr erinnert euch vielleicht an das Power Triangle, an das Leistungsdreieck, an das Verteilungsdreieck, bei dem man entscheiden muss, ob man Waffen, Triebwerken oder Schilden einen Versorgungsfokus geben möchte. Das Capacitor-Gameplay betrifft verschiedene Aspekte, zum Beispiel auch die Hitzeentwicklung von Komponenten. Leistungsverteilung, Verbrauch, Überhitzung und so weiter sind alle in Abhängigkeit voneinander und das steuernde Element dahinter, das ist das Capacitor-Element. Schiffe haben eine Ausrichtung, eine Gewichtung und so soll dieses Capacitor-Gameplay ein weiterer Baustein dahin sein, dass es kein Schiff geben soll, das alles kann. Eine Reclaimer beispielsweise ist
kein Rennschiff, ganz offensichtlich nicht, aber es soll auch nicht als fliegende, waffenstarrende Festung verstanden werden. Die Idee mit dem Capacitor-Gameplay wurde auch eingeführt, um das gewünschte Gameplay resultierend aus der Arbeit des Teams umzusetzen. Sie erwähnen ausdrücklich, dass das Ziel des Capacitor-Gameplays und des Fixed Assist darin besteht, einige der spannenden Dogfight-Erfahrungen zurückzubringen, die seit Alpha 2.5 verloren gegangen sind. So sind aktuell, das wird relativ zum Ende dieser Sendung erwähnt, die Arrow und Gladius aktuell eigentlich die einzigen Schiffe, die ein vernünftiges Fluggefühl, ein vernünftiges Flugmodell bieten. Mit dem Capacitor-Element, auf dessen Basis alle Schiffe erneut überarbeitet werden müssen, wird sich das Fluggefühl aller Schiffe nochmals ändern und hoffentlich verbessern. Die Geschwindigkeiten von Raumschiffen anzupassen ist eine weitere harte Kopfnuss. Es wird noch sehr lange Zeit vergehen, bis man hier die korrekte Balance zwischen allen Raumschiffen gefunden hat. Man stellt die Geschwindigkeit eines Schiffes über lange Zeit ein, ist dann damit glücklich, bringt es ins Verse. Dann kommt ein neues Schiff ins Verse und plötzlich kippt die Balance, sodass man nicht nur diese, sondern viele andere Schiffe auch neu anfassen und die Werte verändern muss. Es ist also ein kontinuierlicher Prozess. Hinzu kommen immer neue Gameplay-Elemente, die die Bewegung und das Verhalten von Schiffen beeinflussen, wie zum Beispiel Atmosphäreneinflüsse. Gravlev ist ein weiteres Feature der Kategorie Kopfnuss, hier aber nicht hinsichtlich der Einstellung, sondern hinsichtlich der grundsätzlichen Funktionalität. Es hat sich bislang immer noch nicht angefühlt, wie es ursprünglich angedacht war. David ist hier eher unglücklich. Allerdings ist es auf der Prioritätenliste auch sehr weit nach unten gerutscht, weshalb es aktuell keine Änderungen respektive Verbesserungen erfahren wird. Die Zeit bis zum Überhitzen von Triebwerken ist aktuell sehr kurz. Das liegt daran, dass die Werte noch eher als Platzhalter zu verstehen sind und auf einem unvollständig implementierten System basieren. Anpassungen folgen, sind aber abhängig von anderen Features des Spiels, die noch entwickelt und implementiert werden müssen. Klammer auf, Capacitor-Gameplay, Klammer zu. Und noch eine Kopfnuss. Rampen und Aufzüge. Aufzüge bzw. auch die Züge auf dem Planeten sind schwierig sauber zu implementieren aufgrund der Physiksimulation, weshalb man auch hier noch einige Hausaufgaben zu erledigen hat. Und hinsichtlich der Rampen ist es so, dass ein Physiknetz auf einem anderen aufsetzt, und hier der Herausforderung begegnet, dass Planeten und Monde prozedural erzeugt rund sind, also nicht eine vollkommen gerade Fläche. Und David bestätigt, dass sich CRG all dieser Probleme bewusst ist und das in Zukunft auch ändern möchte, dass daran gearbeitet wird. Es hier aber noch keinen Zieltermin gibt, wann diese technischen Probleme, Herausforderungen denn gelöst sein werden. Ein User fragt nach der Radaransicht und David erklärt, dass er diese Landungsradaransicht mochte, die wir früher bis Alpha 2.5 als Hologramm im HUD hatten, im Head-Up-Display. Es reduzierte einfach die Notwendigkeit einer Umschaltung in die Außenansicht, also in die Third-Person-Perspektive. Er würde das Hologramm im HUD gerne wieder zurück ins Spiel bringen, natürlich auf Building-Block-Technologie, aber es gibt dafür ebenfalls keinen Plan oder Termin. Sie erforschen die Idee, das EMP-Gameplay so zu gestalten, dass es auch den Selbstzerstörungsmechanismus stört, respektive unterbricht. Das würde dem Piraten-Gameplay mehr Optionen bieten. Weitere Elemente wie Schiffsdurchsagen für den Fall von völligem Energieausfall oder auch der eingeleiteten Selbstzerstörungssequenz, das wäre klasse, erklären sie in diesem Video und steht definitiv auf der Wunschliste. Sind aber nicht mal ansatzweise im Gespräch, beziehungsweise sie sind auch nicht essentiell am aktuellen Punkt der Entwicklung von Star Citizen. Aber das möchte ich hier kurz einwerfen, es wäre extrem cool, wie wir es ja auch aus diversen Hollywood-Filmen kennen, so eine eingeleitete Selbstzerstörungssequenz zu haben mit entsprechenden Schiffsdurchsagen, wie wir es zum Beispiel auch in dem Film Alien gesehen haben. The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expires in T-minus 5 minutes. An diesem Punkt verlässt David Colton die Sendung, sodass wir jetzt mit dem Vehicle Feature Team weitermachen. Also Richard und Yogi. Yogi übrigens ein Mitarbeiter von CRG, der auch sehr aktiv ist im Spektrum und viele
Bäckerfragen beantwortet. Die Physik, gerade bei Fahrzeugen, ist nicht in einem guten Zustand und CRG ist unglücklich damit, dass Fahrzeuge umkippen. Man wird sich hier eine Lösung überlegen. Mausrad-Geschwindigkeitskontrolle, wie wir es in den Raumschiffen haben, die wird es auch für Fahrzeuge geben. Das ist etwas, was sich CRG anschauen möchte. Ein weiterer User im Chat fragt, wie das Vehicle-Feature-Team eigentlich feststellt und entscheidet, ob ein Fahrzeug oder Raumschiff overpowered ist. Hierzu erklären sie, dass das Team Zugang zu allen Statistiken hat, die ihm helfen können, diese Systematiken oder auch diese Zustände zu identifizieren, die overpowered sind, oder um eben auch zu entscheiden, ob ein Schiff korrekt ausbalanciert ist. Sie können genau sehen, welches Schiff die Spieler wie lange nutzen, zu welchem Zweck, wohin sie fliegen, wie lange sie dort bleiben und so weiter. Aber dennoch brauchen sie so viele Quellen wie möglich, denn nichtsdestotrotz ist es, wie zuvor bereits erwähnt, ein sehr, sehr schwieriges, immer wieder auftauchendes Problem. Das Balancing der Schiffe. Das Community-Feedback ist deshalb ebenfalls essentiell wichtig, ebenso wie die Telemetriedaten, die, das erwähnt Jared, besser sind als je zuvor. Nochmal im Hinblick auf das Dogfighting erwähnen die Teilnehmer, dass es nicht den Spaß macht, den CRG sich erwartet. So ist die Time to Kill viel zu lang, auch laut Aussagen einiger Zuschauer im Chat. CRG erklärt, dass hierzu noch viele Systeme entwickelt und implementiert werden, Klammer auf, Capacitor Gameplay, Klammer zu, sodass sich diesbezüglich auch noch signifikante Veränderungen einstellen werden. Alles, an dem CRG zurzeit arbeitet, Energiesysteme, SDF-basierte Schilde, Multicrew, Reparaturmechaniken, prozedurale Schadensmodelle und so weiter und so fort. Alles mit der Klammer dieses Capacitor-Gameplay-Elements hat den Sinn und Zweck, und das Ziel, dass es nicht die Konfiguration gibt für alle Spieler. Es gibt nicht die Schiffskonfiguration für alle Spieler oder die für alle Spieler gleich toll ist. Es gibt einfach nicht die Schildkomponente, die ultimativ ist. Jeder, so erklären sie hier, das ist zumindest das Ziel von CRG, jeder wird sich in Zukunft mit seiner optimalen, besten Konfiguration eines Schiffes oder Fahrzeuges beschäftigen müssen. Der Chat erwähnte noch, dass Distortion völlig overpowered sei, was CRG bestätigt und untersuchen wird. Eine weitere Frage erwähnt, zurückkommend auf das Thema Geschwindigkeit, dass die Schiffe aktuell zu langsam seien, um den Blackout- oder Redout-Effekt zu provozieren und ob das denn auch geändert werden würde. Die Entwickler erklären hierzu wiederholt, dass hier noch Anpassungen erfolgen werden und auch Simulationselemente hinzugefügt werden und dass es irgendwann Atmosphärensteuerungs- und Bedienelemente geben wird, die die Reaktionsfähigkeit eines Schiffes stark beeinflussen werden. Blackout- und Redout-Effekte werden definitiv wieder eine stärkere Rolle spielen, denen man im Übrigen dann wiederum mit speziellen Anzügen, G-Suits, begegnen können wird. Das Renn-Gameplay hat während der Neuentwicklung des Flugmodells auf Eis gelegen. Das Team ist aber zuversichtlich, dass, sobald alle Überarbeitungen erledigt sind, insbesondere die zuvor erwähnten G-Effekte, Atmosphären, Steuerungs- und Bedienelemente, der Rennsport zu gegebener Zeit in großem Stil zurückkehren wird. Zum Ende der Sendung wurde über das im Inside Star Citizen vorgestellte Aegis Head-Up Display und den zugrunde liegenden Style Guide gesprochen und ob das Vehicle Experience Team daran mitwirkt. Darauf antworten Richard und Yogi, dass der größte Teil der Entwurfsarbeiten beim UI-Team liege. Das Vehicle Experience Team später diese Entwürfe nimmt, um Verbesserungen zu erkennen, um so die Spielerfahrung verbessern zu können. Sprich, zurückmeldet, was funktioniert und was nicht. Durch Building Blocks funktioniert die Arbeit inzwischen wie Widgets auf einem Handy, sind also einzelne Elemente, die man betrachten, kritisieren und durch verbesserte Versionen austauschen kann. So gefiel ihnen die Countermeasure-Anzeige nicht, weshalb man sich diesen Teil genommen und überarbeitet hat. Und so wird man hier auch noch weitere Verbesserungen vornehmen, ohne ein HUD aber jedes Mal komplett neu entwickeln zu müssen. Das war's mit Inside Star Citizen und Star Citizen Live. Als Fazit schlagen mal wieder zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich es bewundernswert, mit welchem Detailgrad hier gearbeitet wird beim Inside Star Citizen, mit den Energiekreisen, die man dann unterbrechen und überbrücken, sabotieren kann und ich weiß nicht was alles. Ist auf der einen Seite super spannend, super interessant. Auf der anderen Seite möchte ich nicht durch einen Bengal Carrier laufen und die Stelle finden, die irgendwo von einem Saboteur sabotiert worden ist, also unterbrochen worden ist. Ja, Hammer. Also
Sprich, da müssen Sie auch noch entsprechende Diagnosemittel dann irgendwie zur Verfügung stellen. Dann dieses Capacitor-Gameplay, auch sehr, sehr spannend. Ich kann die Intention dahinter verstehen. Meine stetige Sorge ist bei allem, was ich hier sehe, ist, dass es einfach zu kompliziert wird. Also ich hoffe, das ist etwas, was auch Chris Roberts in der Vergangenheit wiederholt betont hat, dass sie wirklich diese Gratwanderung schaffen, ein Spiel zu erstellen, was von den Spielern, die keine Zeit und auch keine Lust auf so einen tiefgreifenden Detailgrad haben, dass es trotzdem gespielt werden kann. Aber denjenigen, die den Spaß daran haben, sich in wirklich tiefste Tiefen zu begeben bezüglich eines Gameplay-Elements, die entsprechenden Vorteile zu bieten. Also ich möchte, ohne dass ich ein Physikstudium hingelegt habe oder ein Schiffsmechanikstudium, wie auch immer, mich in mein Raumschiff setzen, losfliegen können, spielen, ausschalten, fertig, weil ich eben nur eine halbe Stunde Zeit habe. Und das ist etwas, was, wie gesagt, Chris Roberts wiederholt betont hat, dass es möglich sein soll. Nichtsdestotrotz kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, ob der ganzen Ideen und der ganzen Komplexitätstiefe, ich will nicht von Abgrund sprechen, aber dieser wahnsinnigen Komplexität, die sich hier eröffnet. Eine weitere Schnappatmung habe ich bekommen, dieses Power Triangle, das haben sie uns schon mal vorgestellt. Das Capacitor Gameplay war mir neu. Ich meine, es wurde schon mal so am Rande erwähnt, aber in dieser Tiefe, wie wir es jetzt hier, oder auch in diesem Detailgrad, wie wir es hier vorgestellt bekommen haben, war mir das so nicht bewusst. Aber ich habe Schnappatmung bekommen, als sie im versteckten Nebensatz erwähnten, dass sie, sobald das jetzt dann entwickelt ist, dieses Element, alle Schiffe nochmal neu anfassen müssen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Müssen sie echt schon wieder alle 130 Schiffe überarbeiten? Super. Ich meine, langweilig wird denen nicht. Ich frage mich nur, wann ist der Punkt erreicht, wo das nicht mehr möglich sein oder nötig sein wird, dass sie alle Schiffe nochmal anfassen und verändern müssen. Wahnsinn. Wir haben immer gewitzelt über Fertigstellung 2025. Ich glaube tatsächlich, dass das ein realistisches Datum ist, wenn ich mir das alles angucke, was hier noch an Gameplay, also an Grundgerüsten erstellt werden muss. iCache, Persistenz, Server-Meshing, physikalisiertes Inventar und so weiter. Und eben dieses ganze Capacitor-Thema, die Elemente, die Komponenten, die Gegenmaßnahmen, das muss ja auch alles irgendwie miteinander verknüpft werden. Und wie gesagt, wir müssen auch in der Lage sein, über unser Mobiglas dann Apps zu bekommen, wo wir dann entsprechende Diagnosen durchführen können. Weil ich glaube, es macht keinen Spaß zu raten, wo gerade irgendwo ein Energie, ein Knotenpunkt deaktiviert wurde oder sabotiert wurde oder wie auch immer oder ausgefallen ist wegen ständiger Überhitzung oder Überlastung oder weil es nicht vernünftig geschmiert worden ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es muss möglich sein, wie gesagt, das herauszufinden, einen Bereich zumindest angezeigt zu bekommen, der uns dann sagt, so, du musst jetzt hier in diesen Bereich des Schiffes hingehen, weil da haben wir halt einfach mit einem Energieabfall oder was weiß ich zu kämpfen und dann kann man sich dort dann weiter vorarbeiten. Ja, und das klingt nicht nach etwas, was morgen oder nächstes oder übernächstes Jahr erledigt sein wird. Mich interessiert eure Meinung. Ich weiß, dass es hierzu kontroverse Diskussionen gibt. Es gibt einen Teil der Community, die sagen, es kann mir nicht kompliziert genug sein. Ich mag das einfach. Es gibt andere, die sagen, oh Gott, ich will so wie früher in Alpha 2 in mein Raumschiff steigen, ein bisschen rumfliegen, ausschalten und mein reales Leben weiterleben. Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass CRG genau diesen Mittelweg finden wird, um beide Spielarten dann auch bedienen zu können. Mich interessiert trotzdem das Capacitor-Gameplay, dieses Energieverteilungssystem des Inside Star Citizen. Was haltet ihr davon? Geht das eurer Meinung nach in die richtige Richtung? Habt ihr noch weitere Ideen? Schreibt mir mal eure Meinung in die YouTube-Kommentare. Ich bin sehr neugierig und gespannt. Dann würde ich sagen, holen wir mal die Kaffeetasse aus dem Waffenschrank und gucken uns noch ein paar weitere Themen an, nämlich den Star Citizen Newsletter und noch ein paar Themen aus dem Spektrum.
Chet McKinney von CRG, der setzt sich, so habe ich den Eindruck, in einer sich einstellenden Regelmäßigkeit immer montagmorgens hin und beantwortet Spielerfragen im Spektrum. Da gab es wieder einige spannende Informationen, die ich euch jetzt hier im Rahmen eines Käffchens erzählen möchte. Dieser Abschnitt, den nenne ich immer Käffchen, weil ich hier kein fertiges Skript liegen habe, sondern Stichpunkte und das euch jetzt nicht ablese, sondern frei erzähle, so im weiteren Sinne. Ja, beim ersten Eintrag oder bei der ersten Frage ging es um die Funktionalität der Shopping-Kiosks, also der Einkaufsterminals im PU. Und dazu antwortet Chet McKinney, dass es nicht die Frage ist, ob Verbesserungen in der Bedienoberfläche dieser Einkaufskioske kommen, sondern eher wann. Aber es gibt eben noch viel zu tun und deswegen wird das sich auch noch ein wenig verschieben, weil man sich hier auch noch in der Findungsphase befindet, so verstehe ich das, also in den Designarbeiten. Die nächste Frage ist ein wenig spannender und zwar fragt Kenge84, ob die Entwickler irgendeine Art von maschinellem Lernen, also Deep Learning, für irgendeine Technologie in Star Citizen verwenden. Dazu schreibt Chet McKinney, dass es darüber Diskussionen gibt, aber das Knifflige am Deep Learning ist, dass es von Natur aus probabilistisch ist. Eine probabilistische Aussage sagt über einen Sachverhalt aus, dass dieser zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit besteht. Und so muss man eben genau überlegen, was man aus den betreffenden Systemen durch das Deep Learning herausholen möchte und wie gut dieses Modell dann in einer Echtzeitsituation auch sich beweisen würde. Man kann oder es gibt Ansätze, so eine Deep Learning Mechanik in einer einfachsten Form in Spielen zu verwenden. Das wurde zum Beispiel in 4 angewendet, also dem Spiel 4, Angst, F-E-A-R. Aber auch nur, wie gesagt, in einer so minimalistischen Form, dass beim Spieler die Illusion erzeugt wird, es hier mit einem intelligenten Verhaltensmodell seines Gegenübers, also der KI entsprechend zu tun hat, die ja keine KI ist, aber ja, das, was sie uns simulieren soll. Aber so etwas nicht nur auf einen sehr begrenzten Raum zur Anwendung zu bringen, sondern in einer dynamischen Spielwelt wie Star Citizen, das ist ein völlig anderes Thema und ich verstehe ihn jetzt mal so im Kontext völlig unmöglich. Aber er schreibt auch, es ist ein interessantes Gebiet und es würde Forschung und Entwicklung benötigen, um das zu untersuchen. Also ich denke, wenn ich es so, wie gesagt, im versteckten Nebensatz da rein interpretiere, das findet er schon spannend, das Thema, würde das gerne untersuchen, aber sie haben gerade echt andere Prioritäten, nämlich das Spiel fertigzustellen. Ansonsten nutzen sie noch KI-Routinen für Analysezwecke, klar. So, und dann gibt es einen Citizen, einen Backer von Test Squadron, ein Militärveteran, der fragt, ob es nicht mal Abzeichen geben würde für Ränge, Insignien, sowas wie Medaillen, Abzeichen wie bei den Airborne Rangers, schreibt er hier, bei den Marines, bei den Navy SEALs, bei den Air Forces Combat Controllers, bei den Para Rescue Men, die haben alle ihre Symbole, die sie von Rang und Aufgabe unterscheiden und kennzeichnen. Und wenn es sowas im Spiel gäbe, auch zum Beispiel für Kopfgeldjäger oder Söldner, die dann solche Moral Patches nutzen, um ihre Rüstung damit individuell gestalten zu können. Das würde doch die Immersion sehr, sehr viel erhöhen und man könnte einfach seinen Charakter sehr stark individualisieren und das Mittendrin-Gefühl einfach erzeugen. Da verweist Chet McKinney auf das Reputationssystem und will nicht ausschließen, dass es solche grafischen Gimmicks in Zukunft geben wird, aber zurzeit arbeitet man da nicht dran, weil das eben auch wieder eine ganze Menge an Arbeit bedeutet. Man müsste dann auch die Panzerungen anpassen können und solch ein System gibt es zurzeit noch nicht. Aber er will, wie gesagt, es auch nicht ausschließen, dass sowas irgendwann in der Zukunft kommen wird. Persönlich denke ich, es gab schon immer dieses Thema mit den Abzeichen und Medaillen. Ich glaube schon im ersten Wing Commander. Insofern denke ich, das wird irgendwann kommen, aber nicht jetzt in der Kernentwicklungszeit. Das ist so ein nice to have, sagt man dazu. Es ist also schön, wenn es das gibt.
Das wäre für mich, wenn ich hier die Verantwortung hätte, so ein Thema, wenn Star Citizen irgendwann mal live ist, also aus der Beta raus und live, dass man das dann nachreicht und sagt, guck mal, jetzt könnt ihr euch auch Medaillen an eure Körper hängen. Super. Aber es hat ja keine echte Spielrelevanz. Dann fragt ein User, wie Bleeding Edge CIG ist oder beziehungsweise die Spielentwicklung im Allgemeinen hinsichtlich der Aufnahme neuer Forschungsbereiche. Bleeding Edge, den Begriff kenne ich selber nicht, habe mal im Internet nachgeguckt und das scheint mir etwas zu sein, so wie nah am Puls der Zeit ist CIG hinsichtlich der Aufnahme neuer Forschung. Also Bleeding Edge, wie aktuell ist man da? Wie ist man da vielleicht Vorreiter? Genau. Und der User referenziert hier noch auf einen YouTube-Kanal, der nennt sich Two Minute Papers. Den verfolgt wiederum Chad McKinney nicht, aber ja, sie haben natürlich das Ohr am Puls der Zeit, wie ich es gerade gesagt habe, und er referenziert auf einen anderen Kanal, wo zum Beispiel über SIGGRAPH die Verformung von Fleisch simuliert berechnet werden kann. Ich binde euch das hier wie immer mit ein, beziehungsweise ihr könnt dann auch in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Insofern ja, sie gucken sich das an, Bleeding Edge aber eher nicht, weil das auch bedeutet, schreibt Chad McKinney, dass etwas unbewiesen ist. Das heißt, es hat sich noch nicht in der Entwicklung als mehrwertbringend bewiesen. Sie gucken sich das an, aber sie nutzen dann wirklich auch nur Themen, die ihnen einen Mehrwert bringen, so verstehe ich es, und die Entwicklung dann auch irgendwie unterstützen oder beschleunigen. In dem Zusammenhang wird auch gefragt nach Personal, ob sie denn nicht weitere Leute einstellen wollen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Und da antwortet er auch, ja, wir haben auch, ich glaube, 400 offene Stellen. Aber sie wollen nicht den Kompetenzgrad oder die Qualität ihrer Arbeit schmälern, indem sie alles einstellen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern sie haben eben entsprechende Kriterien, welche Leute sie einstellen möchten, mit welchen Kompetenzen. Und dann stellen sie lieber eher nicht ein, entnehme ich so aus seinem Text, als dass sie jemanden einstellen, der eben nicht so 100% zu dem Anforderungsprofil passt. Insofern gucken sie eben schon, ja, wen sie da einstellen. Macht auch Sinn. Also finde ich gut, dass sie nicht da im Panikmodus alles abgrasen, sondern sich genau überlegen, wie sieht das Team aus und wer passt dazu und welche Qualifikationen brauchen wir eigentlich. Dann gibt es die Bedenken, es wurde ja erwähnt, dass Leichen nicht mehr despawnen werden, ob wir denn überall an bestimmten Kernpunkten im Verse dann auf Leichenberge treffen werden, ob wir in einem Meer aus Blut versinken, zum Beispiel in Bunkern. Und dazu schreibt Chad McKinney, nein, nach einer bestimmten Zeit werden natürlich auch Leichen despawnen. Das kommt auch auf den Ort drauf an. Wenn man sich zum Beispiel in einer Ruine bewegt, dann könnte es aus Gameplay-Hinsicht sehr spannend sein, dort eine verweste Leiche zu finden, ein Skelett, wie auch immer. In einer pulsierenden Metropole würde das natürlich wenig Sinn machen. Da werden die dann im echten Leben auch weggeräumt, sprich in Star Citizen werden sie despawnen. Ich denke, da werden sie sich einen Mittelweg überlegen, werden die irgendwie taggen. Ab einer, ich sag mal, wenn da eine Leiche liegt von einem NPC, der wird mit Sicherheit schneller despawnen als die Leiche eines Mitspielers, der dort noch persönliche Ausrüstung am Mann hat und dem man die Gelegenheit geben möchte, diese Ausrüstung auch wieder abzuholen. Dann stellt sich halt die Frage, wie lange bleibt diese Leiche da liegen? Oder zum Beispiel ein anderer Spieler kommt vorbei, sieht den und ja, kann man dann von Ausrauben sprechen? Naja, er plündert ihn halt, ne? Nimmt die Sachen weg und dann ist die Frage, wie lange wird diese Leiche noch dort bleiben? Bleibt sie dort liegen, bis es zu einem Erstkontakt kommt, zu dem ursprünglichen Eigentümer, nenne ich es mal, oder die spawnt sie dann tatsächlich nach einer gewissen Zeit, egal, ob man als Eigentümer nochmal die Chance hatte, dahin zu kommen. Viele Fragen, mit denen sich CRG noch beschäftigen muss, denke ich. Dann gibt es eine Frage, wir haben ja auch erfahren, dass es tatsächlich dieses Orbiting, das heißt, dass die Planeten und Monde nicht nur ihrem eigenen Weg folgen in einem Sonnensystem, sondern sich auch noch um sich selbst drehen. Und das sorgt natürlich aber auch für eine extrem hohe Dynamik, die man zurzeit noch nicht abdecken kann. Und es führt auch zu Problemen hinsichtlich zum Beispiel der Navigation und der Quantumreise. Das heißt, wenn ich an einem Punkt des Verse, also sagen wir zum Beispiel mal
von Port Olisar aus losfliege Richtung Microtech. Das ist ein sehr langer Weg. Und wenn ich von Port Olisar aus Microtech als Ziel plane, dann wird durch diese Orbiting-Mechanik der Planet schon weitergewandert sein. Ich komme also an einem Punkt an, der gar nicht meinem Ziel entspricht. Ich wollte in Microtech landen, lande aber irgendwo im offenen Raum und muss da nochmal einen kurzen Sprung ausführen. Und das möchte CIG nicht. Und deswegen erklärt uns Chad McKinney hier, dass sie eine Zielkalkulation durchführen. Das heißt, wenn dann diese Navigation aufgesetzt wird, im MobiGlas oder später im Navigationssystem unserer Wahl, dann wird das System berechnen, wo der Zielpunkt, also das Ziel in dieser Umlaufbahn, in der es sich bewegt, wo es sich befinden wird nach Abschluss unserer Quantumreise. Das klingt logisch. Ich weiß nicht, ob das so einfach umzusetzen ist. Wenn ich mir überlege, wie nicht so toll schon heute es funktioniert, Ziele auszuwählen, statische Ziele auf einer Mondoberfläche und dieses Navigationssystem im MobiGlas, ja, dass man da immer wieder draufklicken muss, bis das Ding irgendwann mal reagiert und dann muss es auch noch irgendwie eine Ziel-Zukunftsberechnung durchführen. Puh, bin ich mal gespannt. Also klingt toll, klingt aber auch wieder nach hohem Fehlerpotenzial. So, was haben wir denn noch? Einen Schluck Kaffee trinken. Ja, genau. Da fragt einer noch übergreifend, ob es dann eine Verbesserung des Inventarsystems geben wird, weil das ist im Moment einfach unübersichtlich. Und ja, da wird es Verbesserungen geben hinsichtlich der Struktur und der Verwaltung. Da wollte Chad McKinney aber noch keine Details geben. Fakt ist, es wird erstmal das physikalisierte Inventar erstellt und auf der Basis wird dann eben auch die Inventarvisualisierung überarbeitet, sodass wir dann dort die Möglichkeit haben, denke ich mal, alles anzuschauen, zu filtern, zu sortieren. Da wird es auf jeden Fall noch was geben, eine Verbesserung geben. So, da kommt auch eine sehr technische Frage. Da fragt ein User: Ich gehe davon aus, dass iCache über einen Geolokalisierungsschlüssel verfügen wird, um Gegenstände in einem bestimmten physischen Gebiet im Spiel schnell finden zu können. Ist das korrekt? Und wenn ja, plant ihr iCache und die entsprechenden Spielserver VMs, Virtual Machines, auf derselben physischen Hardware zu kolokalisieren? Da antwortet Chad McKinney, sie benutzen etwas, das sie Star Hash nennen, eine Art Geo-Hash, das speziell für die Sonnensysteme im 64-Bit-Maßstab formatiert ist. Da hat er hier auch einen Wikipedia-Link eingefügt. Und das ermöglicht die räumliche Abfrage eines Dienstes namens Star Hash Service, der es erlaubt, Daten in bestimmten Bereichen schnell abzufragen, wobei der Hauptanwendungsfall das Server-Streaming ist. Eine Version davon läuft als interner Hintergrundjob, erklärt Chad, seit die erste Server-Streaming-Implementierung durchgeführt wurde oder eingeführt wurde. Aber jetzt wird sie in einen eigenen Satz von Services ausgelagert, sodass Serverknoten sich gegenseitig auf diesen Datensatz abfragen können. Das heißt, dass dieses Starhash bisher ein integraler Bestandteil gewesen ist, wird jetzt ausgelagert an eigener Service und die Server greifen dann darauf zu, um abzufragen, wo welche Informationen bzw. Objekte im Spiel dann gelagert sind. Die berühmte Kaffeetasse von Chris Roberts, so verstehe ich das. Und es gab noch eine Frage, die betraf das Verhalten des Raumschiffes im Decoupled Mode mit ausgefahrenem Fahrwerk, dass hier die Physiksimulation nicht funktioniert und dass das doch wohl Cheaten sei. Und da antwortet Chad McKinney darauf, nee, das ist tatsächlich gewollt, um den Spielern sanftere Landungen zu ermöglichen. Das ist also mehr ein Sicherheitsfeature als alles andere und definitiv kein Cheaten und umgeht im Prinzip auch nicht die Physik, da das IFCS aktiv gegen den Schwerkraftvektor drückt, erklärt er. Ja, das waren so ein paar kleine Auszüge aus dem, was so im Spektrum los gewesen ist, was Chad McKinney beantwortet hat. Dann gab es natürlich wieder den Squadron 42 Newsletter und den Star Citizen Newsletter.
Den Squadron 42 Newsletter, den hebe ich mir wie gehabt auf für die Verse Night nächsten Dienstag. Da ich jetzt auch noch nicht weiß, wie viel Zeit der Christian mitbringen wird, hat schon geschrieben, ouch, das ist ausgerechnet eine sehr dicht gepackte Woche, wo die neuen Konsolen rauskommen und die neue Spiele vorgestellt werden, aber er nimmt sich halt trotzdem Zeit, zu uns zu kommen, aber es kann eben auch sein, dass er sich zeitiger verabschiedet und dann braucht man noch ein bisschen Füllmaterial und deswegen hebe ich mir den Squadron 42 Newsletter auf für die Verse Night. Aber es gab ja auch den Star Citizen Newsletter, da möchte ich nochmal kurz über ein paar Highlights drüber weggehen oder drauf eingehen, besser gesagt. Da wird geschrieben, dass man die Raffineriedecks abgeschlossen hat, also hinsichtlich Ausstattung, Aufbau, Audio, Beleuchtung, VFX, visuelle Effekte, da wird im Moment letzte Hand angelegt. Dann hat man sich mit der Ship-to-Station-Undock-Lobby und mit dem Außenbereich beschäftigt und hat mit den Vorproduktionsarbeiten für die Kolonisierungsarchetypen begonnen. Ich weiß immer nicht, hier steht Kolonialism, ob das jetzt tatsächlich Kolonialismus heißt oder Kolonisierung. Das ist mir schon einige Male so durch den Kopf gegangen. Aber ja, ich lasse es einfach mal so als Kolonisierung bestehen. Ja. Gut, dann wird natürlich an Horizon weitergearbeitet. Hier ist man in der Greybox-Phase der Industrieplattform, wo man große Fortschritte macht. Das ist ja, denke ich, auch eines der Kernfeatures für das nächste Jahr. Horizon Crusader. Und auch der kommerzielle Bereich ist fertig. Man arbeitet an dem Transitsystem und an dem Raumhafen. Der befindet sich in der Final Art. Und man beschäftigt sich neben Horizon mit dem Prototyp für das Hacking-Feature. Auch ganz interessant, was man denn damit dann hacken können wird. Ja, dann beschäftigt man sich natürlich noch mit dem Bereich der Intergalactic Aerospace Expo. Da wurden noch neue Informationsbildschirme in den Landezonen platziert. Bestehende Bildschirme wurden aktualisiert, um dynamischer zu wirken. Und man hat die grafischen Assets für die Monde von Pyro fertiggestellt. Oder für die Himmelskörper, also auch für die Planeten. Himmelskörper ist ja alles, Monde und Planeten. Ja, Arbeiten an Crusader, also hier hinsichtlich des Gasriesen selbst, da wird an der Technik gefeilt. Was dann auch wiederum, das steht hier, finde ich ganz interessant, den regulären Planeten zugutekommt. Da bin ich mal gespannt drauf, was sie da gemacht haben. Das wird sowieso, glaube ich, wenn dieser Gasriese fertiggestellt ist, das wird zu einem riesen technischen Schritt nochmal hinsichtlich der visuellen Aspekte führen im Spiel. Und es wurde ein Prototyp für Touchbending, für Laub- und Objektauftrieb für schwimmende Anlagen auf planetarischen Wasserkörpern entwickelt. Das Touchbending, das erlaubt die physische Interaktion zwischen Spieler und Natur, dass also Blattwerk sich bewegt, wenn wir da reinfassen, das Gras sich bewegt, wenn wir da durchlaufen. Und für dieses Touchbending, also diese Berührungsverbindung sozusagen, da wird dann eben auch mit einer kollisionsfreien Physik gearbeitet. Ich habe mich da jetzt nicht ganz so rein vertieft, aber hatte so diese spontane Idee, dass das vielleicht auch dafür sorgen könnte, oder ein Teilaspekt dessen ist, dass wir dann nicht zwingend sterben, wenn wir ins Wasser gehen oder ein Schiff explodiert, wenn es auf die Wasseroberfläche trifft. Aber ja, das wird, denke ich, wird auch nochmal eine Herausforderung werden, bis wir dann mit unserer 890 Jump im Meer landen können und von dort aus dann mit irgendwelchen kleineren Schiffen starten. Schauen wir mal. An der Crusader Hercules wird gearbeitet und zwar im Studio in UK. Da hat man die Engineering-Abteilung und die Brücke in Arbeit. Die nähern sich dem Ende der Final Art Phase. Und für die Außendarstellung, da werden die notwendigen Materialien finalisiert und das Fahrwerk ist schon fertig. Die irisierenden Shader, die haben wir ja auch im Inside Star Citizen gesehen, die sind bereit für die Implementierung und das interne Raketensystem der Shrike und das Fahrwerk und das Damage Setup, also der Schadensaufbau, wurden fertiggestellt. Gut, und die Mercury Star Runner, natürlich eins der am meisten erwarteten Schiffe zurzeit.
Da ist man auch noch nicht ganz fertig. Man macht Fortschritte, steht hier, bei der Erstellung der Level of Details, also der Entfernungsdarstellung, der UI-Panels, des Frachtbereichs und des Cockpits. Das heißt, sie sind noch nicht fertig, sie machen Fortschritte. Klingt jetzt erstmal positiv, aber das heißt, ich habe gerade gelesen, oh, neuer Patch 3.11.1 draußen, aber immer noch keine Mercury Star Runner. Ich will jetzt hier nicht irgendwie schlechte Laune verbreiten, aber ich kann mir vorstellen, entgegen aller Gerüchte, dass mit der Version 3.11.1 die Starrunner noch gar nicht ins Verse kommt. Aber bevor ihr mich jetzt hier mit Fackeln und Mistgabeln verfolgt, lasse ich das mal so stehen und gehe weiter im Text. Man arbeitet bei der Mercury Starrunner auch noch an den Hardpoints, Fahrwerk, Sichtbereichen, ja, Schadenszustände habe ich gerade schon erwähnt und ganz interessant, am Fahrwerk der Origin 100er Serie wird auch gearbeitet und Aktualisierungen an eigenen Cutlass-Modellen vorgenommen. Hinsichtlich Backend, da beschäftigt man sich mit der Fehlerbehebung oder mit der Behebung von Fehlern. Abstürzen, man verbessert die Stabilität und beseitigte Fehler bei verschiedenen Ladevorgängen im Inventar und im Mobiglas auch. Ist ja auch ganz spannend. Ja, Character Art, ich glaube, da war nicht ganz so viel Spannendes drin. Ja, Rucksäcke. Da können wir gleich zum Engineering weitergehen. Die haben sich nämlich mit volumetrischen Weichkörperprototypen beschäftigt und der volumetrischen Verformungsdarstellung. Das klingt für mich immer sehr nach, entweder nach Gasriese, klingt für mich aber sehr auch nach Wolken, was sie hier so schreiben. Und sie haben an der Kollisionserkennung gearbeitet, steht hier, wodurch ein seit langem bestehendes Problem gelöst wurde, dass zusätzliche Geisterkontakte weit entfernt von dem Ort, an dem die eigentlichen Kontakte verarbeitet wurden, einführen konnte. Verstehe ich ein wenig, wir haben ja das Problem, dass wir zum Beispiel im Quantumtunnel plötzlich explodieren oder aus dem Quantumtunnel austreten und da explodieren und keiner weiß, woran das liegt. Vielleicht ist das das Thema, was sie hier beschreiben, dass wir quasi auf einen Geisterkontakt stoßen und explodieren. Ein Kontakt, der eigentlich weit entfernt ist, der vom System aber irgendwie am Ausgangspunkt des Quantumtunnels berechnet wird. Man weiß es nicht, aber es könnte sein, dass das mit dieser Fehlerbehebung, die hier beschrieben wird, dann Geschichte ist. Das wäre natürlich schön. Ja, und hier haben wir sie wieder, die Vegetationsberührung. Da arbeiten sie auch dran. Das wird entsprechend verbessert am Gen 12 Renderer, den wir ja dann auch für Star Citizen auf Linux brauchen. An dem wird weitergearbeitet und den Gen 12 Renderer nebenbei brauchen wir natürlich auch für Virtual Reality. Und für das Shader-System wurde der gesamte Reloading-Code bereinigt, um die Shader-Bearbeitung und die Reaktion beim Ändern der Systemspezifikationseinstellungen zu verbessern. Also bei Grafikeinstellungsänderungen gibt es halt unterschiedliche Shader-Kombinationen und die Übernahme in das Spiel selbst, das wurde hier entsprechend beschleunigt. Der Fortschritt bei Atmosphären, Wolken und dem vereinheitlichten Raymarcher wurde in die Hauptentwicklungsarbeit integriert und das bedeutet, dass die im Bericht des letzten Monats erwähnten Verbesserungen im PU in einer kommenden Version verfügbar sein sollten. Für mich als Grafikschlampe ist das natürlich eine ganz tolle Nachricht. Ich liebe diese grafischen Umgebungen, wie ihr wisst, und solche Nachrichten, die hypen mich immer total. Ja, dann gab es Culling-Fehler bei Objekten in Pixelgröße, die wurden behoben und der Crash-Händler überarbeitet. Und wie gesagt, hier steht noch viel mehr, aber das sind so meine Kernaspekte, die ich mir hier rausgepickt habe. Bei den Gameplay-Features fand ich interessant, dass man hier das Einkaufssystem an den Rest-Stops überarbeitet, neue Funktionen hinzufügt und so wie sie es hier beschreiben, wird es dazu führen, dass die Preise für jeden Artikel jetzt getrennt berechnet und ausgewiesen werden, systemisch. Und das wird zu höheren Preisen für die Wiederaufstockung von Raketen, Munition und so weiter führen. Und auch die Versicherungspreise und die Zeitwerte oder Zeiteinheiten werden dann entsprechend angepasst. Da bin ich gespannt drauf, wie sich das auswirken wird. Und was sie damit eigentlich konkret meinen. Ich meine, wir haben ja schon Zeiten, die sind sehr unterschiedlich. Für eine Starfarer erwartet man, keine Ahnung, eine Stunde, bis sie respawnt ist. Bei einer 315p dauert es 5 Minuten. Was sich jetzt da ändern wird und auch preislich ändern wird, bin ich gespannt drauf. Spannend auch Vehicle-Feature, dass der IFCS-Code
so überarbeitet und vereinheitlicht wird, dass er für verschiedenste, also für alle möglichen Bewegungsmuster, Aspekte im Spiel genutzt werden kann. Also zum Beispiel, wenn wir als Spieler EVA uns in den Weltraum bewegen, im Weltraum schweben, dann kommt auch dort der IFCS-Programmcode zum Einsatz. Oder auch Raketen werden zukünftig durch dieses Code-Sharing den IFCS-Programmcode benutzen. Ich denke mal, das wird natürlich die Arbeit vereinfachen, dadurch, dass alles einheitlich benutzt wird, aber ich denke auch, die Interaktions- und Kombinationsmöglichkeiten, die Kommunikation der einzelnen sich bewegenden Objekte untereinander wird hierdurch erhöht werden systemisch. Auch spannend, es wurde daran gearbeitet, Schiffsnamen und Seriennummern an den Seiten der Schiffe anzubringen. Da sieht man ja in diesem 890 Jump Trailer den Namen des Schiffes, die Gatsby. Toller Name für ein Schiff. Also meine ich ernst, wirklich, das ist einfach, sieht klasse aus und es wurde ja schon bei vielen Schiffen auch angeboten, dass wir später eben denen Namen geben können und jetzt werden wir dann die Möglichkeit haben, diese Namen auch auf den Schiffen anzubringen. Die Seriennummer werden dann später wichtig sein für den Fall, dass die Dinger geklaut oder zerstört werden, also für das Versicherungssystem. Ja. Und zwar, das finde ich auch eine ganz wichtige Ergänzung hier. Es gab ja ursprünglich nur für bestimmte Schiffe die Möglichkeit, solche Seriennummern zu vergeben, aber jetzt haben sie systemisch eben die Möglichkeit gefunden, für alle Schiffe Seriennummern zu vergeben. Und wie gesagt, das ist für mich eigentlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für dieses Versicherungssystem. Ja, und dann wurde auch ganz wichtig die UI zur Unterstützung des Undockens, also der Undock-Mechanik bei der Constellation fertiggestellt. Dann werden wir hoffentlich dann da auch bald mit der Merlin an- und abdocken können. Huch, hier habe ich mir gar keine Notizen gemacht. Bei der Beleuchtung. Ach ja, genau, das war ja auch einfach. Da gab es nicht viel Notizen zu machen. Da gibt es einfach diese Gaswolkenbeleuchtung. Da hat man sich eben mit beschäftigt und mit der Beleuchtung der Raffineriedecks. Und das VFX-Team, das Team für die visuellen Effekte, hat sich damit beschäftigt, dass die Spuren der Raketen länger sichtbar bleiben. Und sie haben sich mit Auswirkungen von Sight Distance Fields, genauer den Schildeinschlägen, beschäftigt. Ja, alles in allem sehr spannend. Persönlich am interessantesten fand ich tatsächlich im Nachgang, also ich fand das Inside Star Citizen erst gar nicht so, war jetzt nicht so der Augenöffner. Ich hatte auch erst gedacht, ich bringe das gar nicht als Übersetzung, aber dann fiel mir beim Durchlesen meines geschriebenen Skriptes dieser Begriff Look Dev ins Auge und dachte ich, was bedeutet das? Und habe mich dann da rein vertieft und das dann ja in einem Exkurs hier herausgebracht und das fand ich ganz spannend, einfach für uns auch zur Bewertung, wenn uns dort was gezeigt wird, dann bedeutet das nicht, dass das schon fertig ist und morgen im Spiel oder wir fragen uns, warum ist das denn jetzt nicht auf der Roadmap zu finden, sondern einfach diese Erkenntnis, auch wenn das schon ganz toll aussieht, dann ist das einfach eine Vorentwicklungsphase, die uns einfach nur zeigen soll, guck mal, was wir hier Tolles bauen, um uns zu beruhigen sozusagen. Die Möhre vor die Nase zu halten, was jetzt negativ klingt, aber ich meine, das ist einfach so nochmal einen ganz interessanten Aspekt, mit was für Mitteln die hier arbeiten und dass es ja auch dieses Look-Development etwas ist, was gang und gäbe ist. Nicht nur übrigens in der Computerspielentwicklung, sondern auch in der Filmindustrie, wenn man dort Animationen baut. Sei es jetzt Special Effects oder Animationsfilme, genau. Nochmal wiederholen möchte ich meine Bedenken, dass es sein kann, dass ich mir vorstellen kann, dass die Starrunner erst in einem Patch 3.11.2 rauskommen wird. Vielleicht kommt sie auch als Überraschung dann zum Crusader-Tag zur IAE. Im Moment hat es für mich aber den Anschein, dass sie nicht mit 3.11.1 kommt. Ansonsten bin ich ja im Mords gespannt auf Horizon. Die Entwicklung wird noch dauern. Wenn man sich hier gerade erstmal in der Greybox-Phase befindet, dann rechne ich mal frühestens mit Mitte nächsten Jahres, vielleicht auch erst zum Herbst, also zur nächsten CitizenCon.
so dann eine stattfindet. Ich hoffe es ja. Pyro, kann ich mir vorstellen, könnte vielleicht sogar noch vor Horizon kommen. Wobei, hier haben wir natürlich wieder das Server-Meshing. Sie erzählen uns immer mit den Grafiken und so weiter, dass das alles ganz toll und schon sich der Fertigstellung nähert. Aber Server-Meshing ist ja auch nicht gleich Server-Meshing. Es gibt ja hier verschiedene Entwicklungsstufen. Das wird ja auch in mehreren Schritten entwickelt. Es wird erstmal ein statisches Server-Meshing geben, bevor das dann irgendwann in ein dynamisches Server-Meshing übergeht. Und dieses statische, prototypisierte Server-Meshing kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich relativ zeitig nächstes Jahr ins Spiel kommen wird. Dass wir also unter Umständen Pyro früher erleben werden als Crusader, weil sie eben hier an Horizon noch sehr viel zu tun haben. Ich denke, dass eine sehr aufwendige Arbeit sein wird, diese schwebende Stadt sozusagen und Crusader selber, der Gasplanet, die Gasplanet Tech, das ist auch noch eine große Herausforderung. Aber wenn das geschafft ist, dann kann angefangen werden auszurollen. Dann haben wir echt schon ein ganz schönes Stück der Basisentwicklung geschafft. Und dann nächstes Jahr natürlich iCache. Aber ich rede schon wieder über die Zukunft. Bleiben wir beim Hier und Jetzt. Ich finde es immer noch nett, sie wägen ja auch immer ab, dass sie sagen, ja, wir halten das Spiel oder diese Pre-Alpha-Version, diese Vor-Alpha-Version auf einem spielbaren Stand, auf einem minimal spielbaren Stand und wir akzeptieren, dass es Fehler gibt. Sie sind aber weiterhin dabei, Fehler zu bereinigen und nervige Fehler zu finden und dann auch zur Fehlerfindung diesen Crash-Händler, dass sie den überarbeiten. Sie arbeiten wirklich an breiter Front an allen möglichen Themen und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Dann gibt es immer wieder diese Kleinigkeiten mit der Vegetationsberührung und Wolken, wo ja auch gesagt wurde, oh, das kommt ganz spät. Ich finde immer spannend, da scheint im Hintergrund doch viel an Arbeit zu laufen und freue mich diebisch darauf, dass wir irgendwann Wolken haben, durch die wir hindurchfliegen können und die Planetenoberfläche verdecken wird. Letzten Endes, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das tatsächlich im Hintergrund vorantreiben, weil Wolken auch unter Umständen, kann ich mir vorstellen, bedeuten, dass das die Performance erhöht, weil der Planet gar nicht so schnell berechnet werden muss, weil da erstmal eine Wolkendecke drüber ist und damit die Details verdeckt werden. Weiß ich nicht, kann sein. Spekulation. Wozu man diese irisierenden Shader braucht, da habe ich irgendwie keine Idee von. Das sieht toll aus. Die Frage ist, braucht man das jetzt gerade essentiell? Ist das wirklich so wichtig, dass man da so viel Arbeit reinsteckt? Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass sie Arbeit in diesen irisierenden Shader stecken, damit sie tolle Oberflächen für ein Raumschiff haben. Das ist nicht CRG. Die werden das irgendwo für anders brauchen. Vielleicht für die Meeresoberfläche oder so. Irgendwelche visuellen Aspekte, die uns so noch nicht bewusst sind. Aber natürlich spannend und sieht toll aus auf der Talon. Ja, und dann hoffe ich, dass Chad McKinney seine Frage-Antwort-Runde am Montag jeder Woche beibehält. Ich finde das immer sehr spannend, Informationen zu bekommen, die über das hinausgehen, was CRG vorbereitet hat. Und das gibt uns ja auch nochmal, das ist ja auch nochmal so ein kleiner Puzzlestein in das, was CRG so erarbeitet. Und da freue ich mich sehr drüber. Und Chad McKinney hat ja auch einen extrem guten Ruf in der Community. Gut, habe ich noch was vergessen, verpasst? Nö, ich habe es schon mal erwähnt. Verse Night. Nächsten Dienstag, kommenden Dienstag, 20.30 Uhr mit Christian Schneider von GameStar bei uns zu Besuch. Freue mich schon sehr drauf. Seid mit dabei, stellt eure Fragen. Wir nehmen die im Chat immer auf und dann werden wir eine sehr interessante Sendung dort haben, denke ich. Dieses Video heute wurde euch wie immer ermöglicht durch meine Unterstützer auf tippi.com, www.tippi.com/astrosam. Ab 1 Euro könnt ihr mich dort finanziell unterstützen. Und dort gibt es auch das ein und andere extra Videos, wenn sie fertig sind, sozusagen noch in der Prototypisierungsphase befinden. Ja, und dann bedanke ich mich bei all meinen Unterstützern, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar in der Kommentarsektion, diskutiert, spekuliert, wann ihr die Mercury Starrunner erwartet, wann ihr Pyro erwartet, wann ihr Horizon erwartet. Ich freue mich über jede Information, eure Gedanken und freue mich auf das nächste Video, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder sehen, wieder hören. Jetzt aber erstmal auf diesem Wege euch allen ein wunderschönes, entspanntes, hoffentlich arbeitsfreies Wochenende, wenn ihr arbeitet.
einen ruhigen Arbeitstag, einen entspannten, vielleicht spaßigen Arbeitstag. Und dann alles Gute. Wir sehen und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Cheers.